Willkommen zu Let's Rock Game. Ich zeige euch heute den Ruffy Star. Der macht Munition. Und dann schauen wir mal, was der an Karten macht, beziehungsweise wie der geschrieben ist. Unter anderem habe ich noch den verbesserten Wichtkick mitgenommen. Und schauen wir mal, wie weit ich Säcke den jetzt schon so ab. Und schauen wir mal, wie weit ich den werfen kann. Was? Der ist nicht tot? Das ist scheiße. So ein Blödsinn, der direkt tot ist. Wow, der fliegt weit. Was? So, wo kann man den hier noch mal abschalten? Mein Kill ist zu Ende. Ich dachte, mach ich da jetzt einen Feuerschaden mit dem Fliegen? Ich hab's jetzt gar nicht gesehen. Also, bis jetzt sieht man einen Explosionsschaden aus. Aber ich wüsste gar nicht, ob das geht, oder? Ich wollte einen Weg.
noch 50 Sekunden, ey. Und das ist noch nie was eingemessen. Überbleibst du hier erledigen. Dann kannst du auch schon weitergehen.
Haben Sie sich auf der Burg verstanden, diese Gäste? Nee, hat dir nichts genützt, dich zu vertragen zu wollen, wa? War sie zu langsam? So, schick mal nach vom Eimer. Schick mal einen Typ mit Eimer auf den Kopf. Nein, das hat mir echt so einen Scheiß abgeredet. Kann ja wohl nicht sein. Aber wir haben ja noch zwei Minuten. Wenn wir jetzt mal mittlerweile da halten sollte. Ich hab zwei Minuten. Dann wären wir jetzt mal in den Kreis reingekommen und da dementsprechend was zu machen. Zack und zack und zack, ja wunderbar. Nein! War ich mal in rein? Ah, ihr scheint schon wieder auf dem Weg, Alter. Hallo, gehen wir auf den Weg? Keine Ahnung. Ich bin nicht sehen, ich bin gerade. Nein, Unkraut und ich hab's nicht gesehen. Okay, jetzt sind wir still. Ah, extra Zeit. Und da ist leider die Niederlage da. Das war auf jeden Fall der Rabbit Star. Hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen, weil der einfach zu lange braucht, um diese Kugeln da abzuschießen. Diese Raketen oder Bälle oder was das sind. Aber sonst ganz lustiger Kerl. Ich hab sogar Vorlagemeister geschafft. Das ist doch mal was. Ja, sieht man es. Ja, 11 Abstürze, das ist die Tode. Ja, egal. Auf jeden Fall, das war der Ruffy-Zombie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.